Hi Mädels, ich bin's Lea. Heute mit der zweiten Hochsteckfrisur als Haarnadel. Ich verwende so eine Haarnadel. Die hat hier oben so einen Stopper und ist etwa so lang. Das könnt ihr als ganz einfache Haarnadel nehmen oder ihr könnt einen Bleistift nehmen oder das, was ihr da habt. Und als Ergänzung habe ich mein Atom. Das zeige ich euch dann im zweiten Teil. Dann könnt ihr mit der Haarnadel noch ein bisschen mehr rausholen. Okay, fangen wir wieder an, die Haare hoch zu machen. Hier gibt es zwei Schritte, die ihr beachten müsst, damit es hält. Und mein kleiner Tipp, es funktioniert am besten ohne Spiegel, weil ihr dann besser spürt und gar nicht so darauf achtet, dass das alles ganz straff nach hinten ist, sondern es ist eher was Lockeres, aber es soll schon sitzen. Und ich habe das oft probiert vor dem Spiegel, damit es halbwegs gerade und ordentlich ist. Und es hat irgendwie nie richtig funktioniert. Deswegen mache ich es eigentlich immer ohne Spiegel. Okay, der erste Teil sind Haarpartien nach hinten legen und als Schleife festbinden mit der Hand. Das klingt jetzt kompliziert, ich zeige euch das einmal. Okay, wir fangen an, ich drehe, bis gleich. Okay, wir fangen an mit der oberen Partie, das heißt nur das Pony bis zu den Ohren, so ungefähr. Teilt ihr das ab, ja, damit ihr das sehen könnt. Ungefähr dieses Abteil verwenden wir jetzt. Und dann machen wir einmal eine Schleife. Und dann halten wir die Schleife so fest. Okay, die zweite Abteilung der Haare ist hier seitlich. Einmal hier mit der Hand, hier wichtig, festhalten. Einmal mit der Hand hier drunter gehen. Hier eine zweite Strähne nach oben. Und sie mit der anderen Hand festhalten. Und mit der linken Hand jetzt so greifen, dass ihr dieses auch als Schleife habt. Ungefähr so. Dann nehmt ihr das in die linke Hand. Jetzt nehmt ihr mit der jetzt freien rechten Hand die nächste Strähne, lasst aber noch ein paar Haare unten, die brauchen wir gleich. Okay, hier abteilen, hoch, hier rein und dann wieder mit der rechten Hand die ganzen Haare mit der Schleife hier. Kann ruhig so locker sein, das ist in Ordnung. So, das ist Step 1. wichtig, dass ihr hier noch ein paar Haare lasst, die kommen gleich als zweiter Schritt. Okay, im zweiten Schritt nehmt ihr die noch übrigen Haare, so, nehmt die und verwendet die als, ja, als kleines Band drumherum wickelt, das hier drum und verknuddelt somit eure Haare. Guckt, dass ihr hier alles habt. Das, was hier so raussteht, das kann man hier noch mit verknusteln. Und dann habt ihr hier einen kleinen Wobbel. So. Ihr seht hier, die Haare sind zusammen. Die, die rausgucken, die stören gar nicht. Das darf ruhig ein bisschen unordentlich sein. Es muss nicht perfekt sein. Und gleich kommt der Schritt mit der Haarnadel. So. Jetzt festhalten, nicht loslassen, kommt der Schritt Nummer 3. Die Haarnadel setzen.
Ganz wichtig, ihr fangt hier vorne an. Am besten hier so. Nehmt die eine Strähne von vorne, ungefähr so dick. Seht ihr die Strähne, die ich abgeteilt habe? Ungefähr so. Jetzt drehe ich mich einmal, damit ihr es seht. So, dann nehmt ihr hier das Ende, das jetzt ausschaut, und führt das einmal durch euren Knoten, den ihr eben gebunden habt. Schön einmal durch, durch die Haare, sodass ihr einmal quer über den Knoten seid. Dann nehmt ihr das Ende der Nadel und führt es ruhig ein bisschen drehen. Durch das Drehen wird es fester und nehmt hier unten eine Strähne zum Festhalten der Spange. Also hier unten ruhig so ein schönes Bündel nehmen und die Nadel drunter herführen, so dass das fest ist. So. Das sieht jetzt sehr locker aus. Das könnt ihr gerne noch fester binden und selber spüren, wie es fester hält. Aber das ist schon der erste Teil. Mit ein bisschen hier locker und da eine lockere Hochsteckfrisur mit der Haarnadel. Hier, wenn ihr wollt, könnt ihr Haarspangen nehmen. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist zu locker, könnt ihr so Haarspangen nehmen, kleine, am besten wieder ähnlich der Haarfarbe, damit man sie nicht direkt sieht, bei kleinen Tricks. Und dann könnt ihr hier die Haare, wenn ihr das Gefühl habt, das sitzt nicht ganz fest, könnt ihr die hier, zum Beispiel habe ich jetzt hier so eine Strähne, relativ locker sitzt, hier, das hier. Das könnt ihr einmal von unten nehmen, greifen und nach oben ziehen in Richtung des Knotens und dann mit der Haarnadel ein bisschen verstecken und an den Knoten binden. So, das ist die erste Variante mit der Haarnadel.